Sehr nette Begrüßung, Hallöchen. Ja, ich merke das schon. Wie geht's dir? Ja, ne, wie immer. Wie immer, okay. Gehört, dieselben Gesichter wie immer sind da. Das haben wir auch. Und was vorgefallen heute? Nicht, dass ich wüsste. Noch nicht. War auch noch nicht in den Zellen. Klingt gut. Ja, klingt so, als würden die alle noch warten, ne? Ja, so ist es Freitag. Glaub mir, 23, 23, 30 oder so geht's los. Ja, Dann ich können wir gehe bis 0 Uhr ins nachts. Bett. Dann können wir bis nachts um 3 da stehen. Nö, ich gehe 0 Uhr ins Bett. Ich bin nicht einfach. Achso, doch, 22 Uhr. Riot Dogs hatten angerufen, dass sie um 22 Uhr so ein Straßenfest machen bei 7048. Können Sie ja machen. Eine öffentliche Straße. Naja, die wird da sein. Ich glaube, ich stelle mich in weiter Entfernung auch mal hin, guck mir das an. Ey, es gibt einen. Ich musste neulich, das war Maxwell, ja, und da habe ich auch wirklich darauf bestanden, ja, dass es nochmal richtig sagt, ja. Da hat er mir den Fall wie folgt beschrieben. Es gab einen Einbruch im Empire. Habe ich gefragt, okay, haben die jetzt dann Haus angemietet? Nee, nee. Da sind Leute rumgelaufen. Also ein Einbruch. Also da sind Leute auf den öffentlichen Straßen von 7048 rumgelaufen. Also beim Empire. Wo ist der Einbruch? Ja. Also wirklich, das wollte man jetzt Tatbestand nennen. Ja, hast du doch gut abgeblockt, ist doch gut. Ja, dass da Leute auf der öffentlichen Straße rumgelaufen sind. Und da habe ich ihn erstmal nochmal klar gemacht, dass das kein Einbruch ist. Das ist gar nichts. Und die hatten Fackeln in der Hand. Ja und? Haben sie einen Fackelumzug Und? gemacht? Was wollte ich gerade sagen? War ja dunkel, ne? Ja. Aber da merkst du halt, wie eingeschüchtert die sind. Was Das soll ist man halt machen? wieder. Gott, Das ist was halt soll wie der man machen? Officer, und ich weiß, dass es Officer, dass es mehrere Officer gibt, die schon die $250 gezahlt haben. Was sollen wir machen? Ganz nach dem Motto, hey, geh mal meinen Konflikt aus dem Weg. Aber naja, ne? Nicht, dass du dagegen vorgehst, dann giltst du da als übereifrig und hast auf einmal gegen Paragraph 2 Absatz 1 verstößt, nicht wahr? Absolut richtig. Absolut richtig. Das Ding ist nur, und das ist einfach ein Resultat daraus, wenn wir als Staatsanwaltschaft nichts machen, dass es dann irgendwann die Straße regeln wird. Ja, so wie heute. Die letzten beiden Tage, ja, war immer diese Gruppe in eine Großschießerei verstrickt. Vor 2 Tagen mit 25 Leuten, drei Parteien haben, also zwei andere Parteien haben gegen die geschossen. Und gestern auch die Schießerei. Heute ist das wieder ein Fackel. Heute ist ja dann da auch was gebracht, wie du meintest. Ja, das sollte diese Riot das machen. So waren schon die mit dem Fackelumzug gewesen. Ja, also wie gesagt, irgendwann, ne, also ich meine, irgendwann hält der Körper das auch nicht mehr aus. Irgendwann werden die nicht mehr aufstehen. Wenn die sich jeden Tag niederschießen lassen und umgedreht. Ja. Nur eigentlich ist es unsere Aufgabe als Staatsanwaltschaft, das eben vorher aufzuhalten. Aber wenn wir es nicht abblocken können, weil scheinbar, keine Ahnung, warum auch immer. So sehr durchaus. Ich bin tatsächlich auch zu denen hingefahren, habe denen gesagt, übrigens heute, ne? Bei Dogs wollen wir 22 Uhr hier Straßenfest machen, nur dass ihr Bescheid wisst. Habe ich nur blöde Antworten gekriegt. Warum sind sie denn jetzt so nett, Miss Zane? McLean kam dazu, hat von dem Gespräch gar nichts mitbekommen, hat mich wieder blöd angemacht, so. Ja, glaube ich Ihnen nicht, Miss Zane. Dann habe ich gesagt, ja gut, das nächste Mal warne ich euch nicht und bin wieder gegangen. Naja. Ist halt leider Und mein Job, ne? Straftat erfahren, dann muss ich natürlich die Leute auch warnen. Was soll ich machen? richtig. Ja. Habe ich gemacht, habe ich direkt wieder. Naja. Wollte mich direkt wieder beleidigen lassen.
So. Mach dir nichts raus. Es ist halt, wie gesagt, ich denke, dass jemand, der eine Partei, die sich gerade so aktiv mit jedem anlegt, der, nun ja, irgendwann werden die wahrscheinlich dann halt auf andere Art und Weise eben die traurige Realität feststellen. Spätestens dann, wenn irgendjemand von denen nicht wieder aufsteht. Dann wird es wahrscheinlich heißen, warum hat Staatsanwaltschaft nichts gemacht? Ja, richtig. Könnt man diesen Konflikt nicht vermeiden. Wie kann ich Ihnen helfen? Miss Zane, ich habe gesehen, die Akte Schutzgelderpressung Richmond. Jo. Da ist, da steht jetzt irgendwas drin von TFS. Jo. Was ist das? Das ist die Taskforce Schutzgelderpressung. Quasi. Das haben wir einfach nur kurz gemacht, weil wir kurz die ganzen drei Akten da irgendwie zusammenfassen wollten. Das ist keine offizielle Taskforce. Aber okay, die DTU hat das gerade an uns übergeben. Ich habe gesehen, dass sie in einer Akte sehr aktiv waren. Dadurch, dass wir noch zwei andere Akten von denen offen hatten, haben wir jetzt ihre dritte Akte quasi mit übernommen. Habe ich überhaupt nichts dagegen? Ich habe mich sogar gefragt, was ich damit machen soll. Von daher, go ahead. Also die, die Sachen, die schon abzuhandeln waren, waren ja schon abgehandelt, ne? Genau, sie haben das so ganz wunderbar gemacht. Sehr gute Akte. Die DTU hat da noch sehr viel mit reingeschrieben. Wir holen gerade noch Aussagen ran, die an uns rangetragen wurden quasi. Deswegen die anderen zwei Akten, die es da noch gibt. Und dann wird das ein Verfahren. Ne? Ja, dann viel Erfolg damit, ne? Jo, danke, ciao. Jo, tschüss. Macht er jetzt die Schutzgeldsache zum nächsten Prozess? Jupp. Die DTU hat es heute an uns rangetragen und Owen hatte eine Akte offen für die Schutzgelderpressung. Ich hatte eine Akte offen. Jetzt heute hat die DTU uns eine dritte Akte übergeben, deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir schmeißen den Scheiß jetzt zusammen und machen da jetzt ein Verfahren raus. Punkt. Wo wollen sie über Schutzgeld? Wir wissen ja, dass es ein Tiki-Lala ist. Tiki-Lala, Cool Beans, Vinewood Diner und Dönershot aktuell uns bekannt. Und der inszeniert da auch schon quasi Sachbeschädigung und sowas und stellt sich dann als Held da, indem er ankommt und die Leute verscheucht. Aber es sind seine Leute, die das machen. Naja. Das sind ja irgendwie auch. Das Problem ist ja, du hast ja diese Kerngruppe. Dann hast du ja nochmal die Leute in, den Armee, in der Armeekleidung. Das ist ja die irgendwie zur, ich glaube, Royal Army oder. Ja, halt, halt, stopp. Tatsächlich hat die Schutzgelderpressung nichts mit dem Empire zu tun. Er sagt das immer nur. Das hat nichts mit dem Empire zu tun. Ah, okay. Das geht von dem Richmond von der Tankstelle aus. Und zwar nur von dem. Der sagt zwar immer, ja, wir holen Schutzgelderpressung fürs Empire, aber das Empire hat damit nichts zu tun. Okay. Das muss man unterscheiden. Okay. Interessant. Tatsächlich. Das ist interessant. Ja. Das sind alles nur die Leute von der Tankstelle, also auch die, die der engagiert sind, alle arbeiten alle bei ihm. Mhm. Da ist nichts mit Empire, tatsächlich. Okay. Außer, dass er es halt sagt. Mhm. Zane? Hallo, LSPD, diesmal 79. Mhm. Ich habe hier gerade in der Akte gesehen, 1463, das ist meine Akte, die wurde verurteilt und haben sie reingeschrieben, dass der Staatsanwalt nicht bekannt war. Brauchen Sie den? Weil ich weiß es noch. Ja, perfekt, sagen Sie mal. Das war Mr. Callahan. Mr. Callahan war das? Jo. Ah, so ein Blondie mit Mendut. Nee. Ja, dann sind Sie es gleich doch nicht hier, Mr. Callahan gewesen. Beschreiben Sie den mal. Dunkelhäutig, Kurzhaarschnitt, DHL-Ausweis. Ich habe mir eingebildet, dass es Mr. Callahan war. Dunkelhäutig und Kurzhaarschnitt? Ja. Sind Sie nicht sicher, dass es ein Anwalt war und kein Staatsanwalt? Das war ein Staatsanwalt. Wir haben keinen Dunkelhäutigen mit Kurzhaarschnitt, wir haben Dunkelhäutigen mit Glatze. Aber das war's auch. Wie heißt er denn? Coldwell. Ja, Coldwell. Sorry, okay. Ja, komm, Will. Ja, hat aber der hat eine Glatze. Aber schön, dass sie ihm Haare angedichtet haben. Da freut er sich bestimmt. Ja, weiß ich ja jetzt nicht so. Gut, perfekt. Schreibe ich mit rein. Dankeschön. Perfekt, schönen Abend. Ciao. Gut, mit den Akten von dir, die hatte ich jetzt übernommen, weil die Übergabe DOJ waren. Und da haben die Leute schon ihre Strafe viele abgesessen. Da stand nichts drin. Das war richtig peinlich, die nochmal anzurufen. Ja, wenn du natürlich dort wieder die das nicht reingeschrieben haben, dann ist das natürlich ungünstig. Ja. Und mehr als ich den sage, schreibt meinen Namen rein, kann ich nicht machen. Ich habe da jetzt einfach drunter geschrieben, ist schon abgesessen, im Zweifel ja für den Angeklagten. Die haben mir das alle drei bestätigt. Ist lang plausibel. Ich habe das jetzt so reingeschrieben und gesagt, Staatsanwalt unbekannt und fertig. Der Pedila hat nur die Akten, seine Akten gerade durchgeguckt. Ja, hat jetzt gesehen, ist halt super nervig, wenn die einfach die Akte nicht erstellen. Ja, also wirklich so. Und du hast ja mitbekommen, wie stressig es teilweise abends unten ist. Ja. Ja. Und wenn sie dann einfach nicht machen, ich mache es ja immer schon so. Ich mache mir immer eine Notiz, welche Leute sind das, und schreibe mir eine Uhrzeit dazu und den groben Sachverhalt.
so dass ich dann am nächsten Tag gucken kann, okay, ist jetzt eine Akte aufgetaucht in dem Zusammenhang. Und dann ist das erste, was ich unten mache, schnell meinen Namen reinschreiben. Ja, damit, wenn die Akte mal auf Übergabe kommt, zu mir rüberkommt. Oder wenn die Akte schon da ist, mache ich sowas wie, dass ich schreibe Cordwell, dann schreibe ich nur die Paragraphen hin, wie 4, 15.1, dann mache ich einen Strich, zum Beispiel 1K-Strich abgesessen. Mhm. Dass ich weiß, hey, sobald die Akte zu mir kommt, jetzt hat er schon abgesessen, das habe ich gegeben an Höhe und die Paragraphen habe ich bestraft. Mhm. So. Aber wenn einfach die Akte nicht da ist, kann ich es ja nicht machen. Nee, nee, alles gut. Wie gesagt, ich habe es da reingeschrieben und fertig. Und manchmal erstellen die Akte gefühlt 2 Tage später erst oder so. Noch ich natürlich verliere das irgendwann aus dem Blick, weil du so viele Fälle machst. Naja. Guck mal, wie viele Hauseinbrüche hast du teilweise an einem Abend? Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendein TV sogar mehrfach am Abend hast. Ich habe den einen TV, den habe ich jetzt schon so ein bisschen gepokert, ja. Der ist noch nicht so weit, aber ich habe den so Möglichkeiten genannt, die auch mal passieren könnten, ja. Den habe ich halt einen Abend 4-mal gehabt. 4-mal. Ich habe den in 3 Tagen 10-mal gehabt. Dann habe ich ihnen irgendwann gesagt, ihnen ist schon klar, dass ich irgendwann gegen sie auch einen Beschluss erlassen kann. Und dann haben die Officer, sobald das festgestellt wird, einen Freifahrschein, sie direkt wegzusperren. Nicht, was er bisher macht, aber na, du weißt schon, man muss immer ein bisschen pokern. Und siehe da, dann ist er tatsächlich zur Sozialarbeit hingegangen. Ihnen dann nochmal einmal gegeben hat, bei Toleranz. Jedoch, dass sie wenigstens nicht so oft erwischen, ja? Was ist mit erwischen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Lass dich wenigstens nicht so oft erwischen. Ach so. Ich meine, man muss doch mal vielleicht, Profi darin sein, oder? Ich meine, vielleicht lässt es sich ja nur in 10% der Fälle erwischen. Du weißt es ja nicht. Ja, es ist durchaus möglich, aber. Ich meine, du musst dir vorstellen, als ich denn das dritte Mal an den Tag. Da drin war in den Zellen, der Officer stand da, schon eingelegt in der Zelle und ich kam rein. Und dann er nur, ja okay, ich geb's zu. Er hat mich gesehen, ja okay, ich geb's zu. Und dann ich nur, wie immer, ja. Der Officer auch, ja. Gut, machen wir diesmal 2000, in Ordnung. Gut. Das war eine sehr schnelle Abhandlung. Oh Gott. Beispiel. Und übrigens, ja, wenn ihr Schießerei am Hafen gestern. Mhm. Also, vielleicht ja wirklich mal über einen Richter, inwiefern es zugelassen ist, dass hier der Anwalt beide Parteien vertritt. Mhm. Weil ich sehe das als mehr als so kritisch. Tun haben können wir. Hallöchen, habt ihr einen Richter gesehen? Bitte Monsieur de Lanois ist mir entgegengekommen. Vorhin aus dem Gebäude raus. So. Monsieur Kilpatrick, weiß ich nicht, ob er noch vorne im ersten Büro ist. Oh, guck mal, auf der rechten Seite. Mhm. Wie so. Die Katze, ne? Ja. Wenn ich gerne aber noch hören würde. Mhm. Dann denke ich, ist es schon nicht schlecht, wenn man Aktenkenntnis hat, bis zu einem gewissen Grad, ja. Bin ich auch bei Ihnen. Richtig. Ja. Die Herren. Hallöchen. Hallöchen. Kommen Sie doch rein. Ja, bleiben Sie doch in der Tür stehen. Ach so. Ist er Cordwell. Bleiben Sie doch nicht einfach in der Tür stehen. Ja, so. Einfach rein, ja, ne? Ist, naja, also, ja. Sehr schön, ne? Ja, ne? Die Herren.
Was hat die Dame Ihnen noch erzählt? Ich bin tatsächlich interessiert. Wegen des CCBs. Machen Sie eins auf, machen Sie keins auf. Wir forschen erstmal nach. Ne? Perfekt. Gut, folgende Frage. Gestern eine Situation in den Zellen, Schießerei zweier Parteien. Beide Parteien lassen sich vom gleichen Anwalt vertreten. Ja, Interessenskonflikt beim Anwalt. Ne? Hier ist sogar noch was anderes, viel interessanter noch an der Sache. Es geht um Letner übrigens. Letner und die Devils noch, und das Empire. Genau, Letner versucht dann noch so den doppelten Move draus zu machen. Sagte noch oft, na, also die beiden Parteien sind ja eigentlich miteinander befreundet. Und also und die Schießerei ist eigentlich auch nur entstanden, weil Officer da mit langen Waffen standen. Okay, was spricht grundsätzlich dagegen, dass Mr. Letner, wenn er da zwei Parteien schon mal vertreten hat, mediativ tätig wird? Erstmal er ist nichts, nicht mediativ dort, sondern er möchte klar beide Seiten vertreten. Rechtsanwaltlich, das ist hier wichtig. Mediativ ist vollkommen fein, das ist kein Problem. Genau, er hat nicht mediativ gehandelt, sondern er hat sich dahingestellt, hat gesagt, ich vertrete beide Parteien, die können jetzt raus, weil ich mache alle Aussagen für beide Parteien. Genau. Und hat dann für beide Parteien quasi als einen Mann gesprochen, weil die beiden miteinander befreundet sind und sowieso die gleiche Aussage machen würden. Okay, sind Sie noch im strafrechtlichen Verfahren? Was? Oder machen Sie inzwischen Zivilrecht? Weil wenn beiden Parteien eine Straftat vorgeworfen wird, kann er das ja durchaus tun, wenn die ohnehin nicht gegenseitig sich belasten werden, sehe ich das riesige Problem nicht. Wenn es zivilrechtlich bin ich vollkommen bei Ihnen. Es ist ein riesiges Interessensproblem. Aber im Rahmen des Strafrechts hätte ich jetzt erstmal gar nicht so die Bauchschmerzen, weil sie werfen denen ja was vor und er vertritt halt dann beide Parteien. Ja, das war die Frage. Dass das für die ein Problem werden kann, ist ja eher das Problem der Parteien und von Letner. Man könnte sicherlich dann im Prozess... Ja, wann war nochmal die 22. Einladung? Zu wann? 22 Uhr. Mhm. Oder vielmehr hat man dann auch einen guten Anhalt dafür, dass dort Aussagen abgesprochen worden sind. Gerade weil sie durch den gleichen Anwalt vertreten werden. Also das muss ja nicht nur ein Nachteil für sie sein. Ja, nee, wir wollten es nur einfach insgesamt wissen. Genau. Ich weiß nicht, Mr. Denoir, wie sehen Sie das im strafrechtlichen Verfahren? Wenn die jetzt tatsächlich, also beide Seiten angeklagt werden oder angeklagt werden, da geht es ja nicht drum... dass da widerstreitende Interessen der beiden Parteien sind. Da geht es ja um widerstreitende Interessen der Staatsgewalt und diesen Personen. Ja. Aber ist es nicht schwierig, wenn man quasi... Gibt es gegenseitige schwere Körperverletzung? Ja. Interessant ist hier, schon schwierig, ne? Genau. Es geht die schwere Körperverletzung ist ja kein Antragsdelikt, dementsprechend müssen wir dem nachgehen, so oder so. Und dann ist es natürlich schwierig, die auseinanderzuklamüsern, wer jetzt wen, was, wo, wie verletzt hat. Eben weil die Gefahr der Absprache so groß ist, ne? Genau. Sehe ich zumindest so. Und gibt es eine Absprache? Also es gibt schon eine Absprache. Gehört. Genau, ja. Es gibt schon eine Absprache und die Absprache ist, dass man jetzt die Schuld den Officern zuschiebt. Ja, denn die Frage ist, verhindern Sie das, wenn die anderen sich einen anderen Anwalt nehmen? Wahrscheinlich nicht. Das Kind ist an der Stelle schon im Brunnen gefallen, weil sozusagen an der Stelle, also ist es schon zu spät. Ja, die Absprache hat schon stattgefunden. Das war schon an der Stelle nicht mehr zu verhindern. Indem man halt auch, die Officer, man muss sagen, das auch nicht vielleicht clever gemacht haben, dass man unbedingt beide. Die haben miteinander telefoniert. Genau. Und das hat man auch zugelassen. Und dann hat natürlich entsprechend Letner dann gesagt: So, ab jetzt sagt keiner mehr was von denen, ich spreche jetzt für alle. Und das war natürlich dann die abgesprochene Aussage. Okay. Ich verstehe aber die Problematik dahinter. Also, ich verstehe die komplett. Und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, da werden Sie eh nichts holen, weil das Kriminelle sind, die mit Kriminellen kriminelle Dinge tun. Richtig. Den kann man de facto schließen. So blöd es auch klingen mag. Die werden nie im Leben gegeneinander aussagen. Genau. Das würden sie auch die haben tun. Dann auch noch auf Officer geschossen, ne? So ist nicht. Ja, das ist ja ein anderer Fall. Aber ich sag mal, der erste, wo Letner die jetzt beide vertritt. Ja, dass da nichts zu holen ist, ist die so werden, genau, und das ist ja das Problem. Lassen Sie doch Letner beide Parteien vertreten, wenn es gegen die Officer geht. Ja. Das ist doch eigentlich fast sogar noch in Ihrem Sinne. Weil Sie dann nur eine Partei haben, die Sie quasi in Ihrem Kopf haben und nicht, Sie haben Tätergruppe A, Tätergruppe B, vielleicht sogar noch Tätergruppe C mit drei Anwälten und die Polizei auf der anderen Seite. Ja. Das ist ja komplett unüberschaubar. Ja, das ist auch so schon komplett unüberschaubar, weil wir halt keine expliziten Täter nennen können, ne? Das ist halt einfach das Problem. Das weiß ich. Ich denke, das Kernproblem sehe ich genauso, ja. In diesem konkreten Fall würde ich mich nicht daran aufhängen. Aber das ist halt durchaus, wir müssen das weiter beobachten, ob das in Zukunft auch weiterhin stattfindet.
Zurzeit ist es so, dass, ich sag mal so, die Gruppe, naja, täglich Schießereien gerade hat. Am Tag davor hat sie mit zwei anderen Parteien Schießerei gehabt. Wir stehen einfach vor dem technischen Problem. Ich bin offen mit Ihnen, dass der Gesetzgeber diesen Interessenskonflikt aber auch nirgendwo konkretisiert. Also es gibt keine Guideline dafür. Genau, richtig. Genauso gibt es die aber auch nicht für die Befangenheit. Und Sie kennen inzwischen ja die Auslegung vom Chief im Grundlegenden zur Befangenheit. Mr. Poscher hat das ja lange mit ihm diskutiert. Ja. Das heißt, ich bin immer etwas vorsichtig damit, jetzt mit Rechtskonstrukten zu arbeiten, wie diesem Interessenskonflikt, der nirgendwo im Gericht steht, wenn ich andererseits mich sehr wohlig tue und sage, nein, als Richter kann ich ja gar nicht befangen sein, weil der Gesetzgeber kennt das nicht. Und dann messen wir schnell mit zweierlei Maß, weil wir Mr. Lettner nicht mögen oder wir uns alle einig sind, dass Leute, die aufeinander schießen, zu verurteilen sind. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil wo sie da rütteln, ist an dem Baum, dass wir alles reglementieren und dann wird es sehr unangenehm. Da deswegen, ich bin bei Ihnen, versuche aber parallel einen etwas liberaleren Ansatz zu fühlen, damit wir nicht demnächst... Ja, im Endeffekt, ja, dann kommt es genau darauf raus, was Sie gerade in diesem COCP-Erleben sehen. Ne? Da müssen wir da irgendwie ein Gesetz schreiben und dann dürfen Sie nichts mehr machen, weil Phineas von Richmond Ihnen einmal gesagt hat, dass Sie dumm sind und Sie das zur Anzeige gebracht haben. Nee, also da uns müssen wir wirklich aufpassen. Ich, wie gesagt, ich bin da sehr bei Ihnen. Ich fühle das. Nee, alles aber, gut. Wir wollten tatsächlich einfach nur mal fragen, wie Sie das sehen und wie wir das in Zukunft machen und so weiter. Es geht ja auch nicht gegen Lettner, sondern es geht einfach um den Umstand, dass halt natürlich, wie Sie selber sagen, wir als Staatsanwälte eigentlich gerne möchten, dass schwere Körperverletzungen auch verfolgbar sind, ne? Da bin aber, ich ja ganz bei Ihnen. Ja. Ich würde Ihnen vorschlagen und anbieten, ich werde das zusammen mit dem Kollegen Delanoir, dem Chief, einmal vortragen, damit wir da vielleicht einfach nochmal darauf hinweisen, dass die verfassungsmäßige Ordnung hier auch tatsächlich ein wenig berührt ist. Ja. Und er da einfach mal eine Guiding Decision treffen muss, was er jetzt für angebracht hält oder nicht. Unter dem Aspekt, dass er den ganzen politischen Horizont dieser Entscheidung auch wissen muss. Gerade was diese Absprachen halt betrifft, ne? Ja. Das Problem dabei. Und noch eine Sache, ich hatte die schon an Delanoir auch weitergegeben gehabt. Ich erachte es als sehr, sehr wichtig, dieser Pinnacle mit den Schusswaffen, ja, dass man, Molotovs, ne? Dass man die um Molotovs erweitert, weil aktuell sind sehr viele Molotov-Cocktails im Umlauf. Fälle? Ja, ich habe schon einen Fall deswegen. Sie sagten gerade sehr viele, Sie sagen jetzt einen Fall. Also ich weiß, es ist ein konkreter Fall, ich weiß aber schon, dass allgemein jetzt wohl Molotovs im Allgemeinen im Umlauf sind. Über welche Zahl reden Sie, wo Sie da Kenntnis haben? Wenn ich weiß, dass die Riot Dogs mit Molotovs, dass die welche haben. Oh ja, also das werden wir in einer halben Stunde sehen, ne? Die haben gesichert welche. Ich weiß, dass so eine Southside-Gang, ich kann jetzt nicht den Namen nennen, dass die auch gesichert Molotovs haben. Gehen damit sogar im V-Net an, dass sie damit Sachen in Brand setzen. Keine Straftat, ne? Ist nur eine Sachbeschädigung, ist ein Antragsdelikt. Sie verstehen die Problematik dahinter. Ich verstehe die und ich sehe die auch schon seit heute Nachmittag. Das Problem ist, wenn wir Problematiken sehen... Ach guck mal, Sie haben darauf reagiert, dass Sie selber einladen. Tätig, 22, weil jetzt gerade das... Also ich bin der festen Überzeugung, das muss ich in Straftaten darlegen, damit wir einen guten Grund haben, ein Gesetz zu erlassen. Spannender Ansatz. Ich nenne einen konkreten. Ja, einen konkreten, wo eigentlich die Akte noch nicht fertig geschrieben ist und wenn jetzt die Officer die Akte zu dumm schreiben, dann haben die selbst Pech gehabt, dass es eingestellt wird, der Fall, aber das liegt dann einfach an denen. Ja? Da war es so gewesen, es gab einen Fackellauf, auch wieder Riot Dogs im Bereich vom Empire. Ja. Da sind Molotov-Cocktails dann am Ende geflogen. Auf deren Autos. Naja, das wäre jetzt erstmal ein Antragsdelikt, weil natürlich wäre in Anführungszeichen nicht mal das Problem. Naja, später kam es noch dazu, dass dann Officer angefahren sind. Und naja, jetzt kommt es darauf an, wie sich am Ende jetzt die Aussagen am Ende schildern werden, dass ein Molotow auch Richtung Officer geflogen ist. So, klar, wenn er konkret nicht Richtung geflogen ist, kann ich das Stockingham Palace. Versuchte Körperverletzung, was versuchte auch immer. Körperverletzung, versuchte Sachbeschädigung und so weiter, staatlichen Eigentums. Das ist auch genau das, in welche Richtung ich dann gehen möchte, wenn entsprechend die Aussagen aber auch konkret genug sind, weil die von den Officern kommen. Und nicht. Also ich glaube, wenn die als Waffe genutzt werden, da haben wir keine Lücke. Weil da kommen sie ja rein über viele Dinge. Ja, ja. Wenn die aus Spaß geworfen werden, ich glaube, da ist eher unser Problem, genau, Delanoir, richtig. Oder? Das haben Sie ja eben auch so beschrieben, dass es diesen Fall gibt, dass das einfach aus Spaß auf die Straße geworfen wurde. Ja. Genau, ne? Dann haben wir das Problem halt, oder?
Wir könnten natürlich da könnte man tatsächlich einfach den Gebrauch der Schusswaffe außerhalb der dafür vorgesehenen Örtlichkeiten erweitern. Richtig, das wäre auch mein Vorschlag. Um im Brand, ganz simpel formuliert, Objekte, die als Brandbeschleuniger dienen. Ja, weil das sollte man schon allgemein formulieren. Weil was machen wir ansonsten, wenn jetzt irgendwann das nächste auftaucht, verstehen Sie? Ich wäre bei der Brandstiftung. Genau. Dass man da ganz offen, ganz ohne auf das Objekt so einzugehen, dass man es quasi unter Strafe stellen könnte, wenn Gegenstände in Brand gesetzt werden. Wie man das jetzt genau formuliert, ist dann ja sei dahingestellt, aber da hätten Sie all das mit drin, sowohl die Vorsätzlichkeit. Genau. Dann hätten Sie auch denjenigen gesagt, ja, ich wollte ja nur das Auto anzünden. Mhm. Da hätten Sie dann aber auch dieses, es war Silvester und wir wollten ein schönes Feuer machen. Was mir wichtig wäre an der Sache, so vielleicht so als Vorschlag, ja, das ist eben aktuelle deswegen auch Karte die Idee mit dem Pinocode erweitern mit den Schusswaffen, dass es ein Pinocode ist. Gedenkstätte Hemmens Geburtshaus? Und da müssten wir mal reingehen. Da trennen sich, glaube ich, dann unsere beiden wieder, weil das ist natürlich ein Tatsachendelikt, was aber extrem motivabhängig ist. Wohngruppe für schwer erziehbare junge Erwachsene. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von, man muss ja nicht mit Molotow-Cocktails anzünden, ne? Man kann ja auch mit anderen Dingen anzünden. Schauen Sie, dann ist es aber eine Sache der Strafhöhe. Verstehen Sie? Also die Motivation ist ja dann die Strafhöhe, die ich benutze. Da habe ich ja meinen Spielraum. Naja, der PC zeichnet sich ja dadurch aus, dass er vor allem einfache Tatsachendelikte abhandelt. Hat er eine Droge, hat er keine. Da ist das Motiv ja relativ egal, weil der Gesetzgeber einfach nicht will, dass sie mit Drogen rumlaufen. Warte mal, Chichi ist dafür? Genau. Die Stripperin? Wenn sie jetzt aber in diesen Bereich reingehen, dass da ein Molotow irgendwo hingeworfen wird oder irgendwie mit Benzin ein Herz auf den Stadtpark gebrannt wird, weil man eine Liebeserklärung macht. Das sind ja doch noch unterschiedliche Fälle, wo der Court sich eigentlich vorbehält, dass diese Motivauslegung dem Court liegt und nicht dem Staatsanwalt. Schön. Weil sie sollen in PC dann eigentlich nur feststellen, hat er drei Joints dabei. Ja, auch mit dem Tatsachendelikt fertig. Ist mir eigentlich auch egal. Vorschlag für mich, finde ich auch großartig, dass sie das dann direkt auf Miene gepostet haben. Also es gibt ein gutes Argument, was sie gerade getroffen haben, warum das in den PC kommt. Es gibt aber halt auch ein Gegenargument. Und darüber müssten wir einfach reden. Nur damit sie das transparent wissen, worüber wir diskutieren. Es geht immer noch um die Dings, oder? Schauen Sie, vielleicht was man nicht vergessen sollte, ist Folgendes. Sehen Sie es mal aus der Sicht. Wenn jetzt jemand, ich nenne jetzt einfach mal, dieses auf Spaß geworfen hat, und so ist es, ja, ich habe so PC wäre nach meiner Sicht, oder ob ich einen den werf, um jemanden zu verletzen, ist ja ein Unterschied, weil jemand, der wirft den, um jemanden zu verletzen, haben wir immer noch die versuchte Körperverletzung, wo wir sowieso im CC wären. Verstehen Sie? Und jetzt habe ich die Angst, dass da nicht sauber gearbeitet wird, die Motivfrage nicht ordentlich gestellt wird und sich dann einfach auf den PC berufen wird, obwohl das CC wäre. Verstehen Sie meinen? So, ich ziehe schon mal los, Sie diskutieren dann weiter. Ja, aber dann, hallo. Da war es dann so, Victor? Der hat das halt machen wollen. Hast du schon von dieser Party jetzt gehört? Hui. 21 Uhr. Gut, ich würde mich da, genau, ich würde mich da in sehr weiter Entfernung tatsächlich einmal hinbegeben. Okay. So mit Schutzweste und so. Ziviles Fahrzeug? Ich glaube, das wird sehr lustig. Naja, wenn ich Schutzweste anziehe, dann können wir auch mit dem Dings fahren, ne? Steht ja. Können wir? Warten auf Justice drauf. Hui. Ja, aber im Fahrzeug sieht man es nicht direkt. Mit getönten Scheiben. Ja, mir ist egal. Wie es Ihnen lieber ist. Also, es steht Ihnen frei. Dann geht der kaputt. Dann, ne? Ui. Ich glaube, das wird sehr ausufernd werden. Mit Molotow-Cocktails auch und so. Okay. Hm. Ui. Es gibt da scheinbar so eine Karte mit Beschreibung von Häusern. Ja. Haben Sie schon gesehen, hier Wohngruppe für schwer erziehbare junge Erwachsene? Ah, okay. Bei dem Haus von Ray und Corrigan. Ich kann es nicht ganz auf meinem Tablet lesen. Es hat nicht die höchste Auflösung, die es gibt. Ich gerne. Bitte? Hätte eventuell Herr Delanois oder Herr Kilpatrick Zeit? Ganz das müssen Sie einfach mal fragen gehen, bitte. Oh, okay. Die diskutieren dann nur. Okay. Nein, alles gut, die diskutieren nur ein bisschen. Sie können ja nachgucken. Ah, sehr gut. Macht euch gleich auf den Weg, ja? Hm? Ihr macht euch gleich auf den Weg? Guten Abend. Wohin? Nicht? 1748 zur Party. Ach so. Ja, das ist eine Charity-Veranstaltung. Ja, na klar. Wo ist Beckham? Noch nicht da? Der. Wollt doch hier hin. Der fährt bestimmt wieder mit Tempomat auf 60. Ich hab ihn gefahren. Wir sind beide hier angekommen. Wo sind sie denn jetzt schon wieder?
Hoch. Hoch. Da ist er. Einmal umdrehen, Monsieur Grant. Na gut, Victor, dann fahren wir zu zweit, ja? Ich hole mir jetzt meine. Machen wir. Beste. Das ohne Ohren machen, ich wollte das mit der Ohren machen. So, Weste mitnehmen. Ah, gesagt, stopp, da geht's um Peckham. Interessant zu wissen. Und da müssen wir ran. Da bin ich aber gespannt, wie das ausartet da. Haben Sie eigentlich ein Fernglas, Victor? Hast du ein Fernglas? Ui, natürlich. Nein, nur eins. Scheiße. Das wäre jetzt natürlich mega hilfreich, ne? Wir müssen mal gucken, wo wir uns hinstellen, von wo wir es gut beobachten können. Mhm. Wir können auch noch schnell. Wann fängt das an? 22 Uhr? Ja, 22 Uhr. So, nee, du fährst natürlich. Ach, wir nehmen das große Auto, ja klar. Ah, ist das ein Morgon hier? Seine? Falls du was gesagt hast, habe ich ihn nicht gehört. Ui, das ist meiner. Ah, sehr gut. Schick, mein kleines Schmuckstück. Ja, schick, schick. Ach, wo gibt's das denn? Bei dem Emanation wahrscheinlich, ne? Oder? Headless? Beim Outdoor-Laden oben. Ah, nee, das schaffen wir nicht mehr. Okay, kommt auf die Liste. Ein Glas Kopf. Hätte ich das gewusst, hätte ich heute Morgen eins geholt. Ach, alles gut. Dann bin ich mal gespannt. Ich wäre tatsächlich überraschter, wenn es einfach ganz friedlich abläuft. Das würde mich am meisten überraschen. Sind die Riot Dogs nicht diejenigen, die auch mit im DOJ-Gerichtssaal waren, mit dem Empire zusammen? Die also das Wiener einfach sagt, eingedrungen sind? Ja, ja, genau. Das Wiener sagt, dass die keine Freunde sind. Okay. Oder sind das die... Also mit den Motorradclubs, da habe ich die Übersicht noch nicht so. Es gibt die Devils, den AOD, also die Angels of Death, Riot Dogs, dann dieses Macarena ist da. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Oi. Die zum... Okay. Wegen der versuchten Tötung da... wegen der Tötung da... jetzt verurteilt wurden. Ich noch mehr? Nee, doch auf Anhieb nicht. So, fahr doch mal hier rechts rein. Genau. Ne, so weit jetzt auch nicht. Ich hätte gedacht, dass wir uns da hinten, unten, weißt du, links von uns hinstellen. Gut, alles klar, wir verstecken uns auf einer Baustelle, alles klar. Hab ich verstanden, Victor. Sehen. Na? Von hier kann man auf jeden Fall... Kann man? Ich sehe ...etwas sehen. Also die Einfahrt kann man auf jeden Fall sehen. Ich hätte halt gesagt, irgendwie so, kann man da vorne auf das Haus, guck mal, auf das Dach da vorne, auf diesen Vorsprung, kann man da irgendwie drauf vielleicht? Ja, es könnte eventuell am Ende zu nah sein. Wollen wir gesehen werden oder wollen wir nicht gesehen werden, ist die Frage. Ja, gesehen werden ist, glaube ich, kein Problem, nur halt nicht in Wurfreichweite von Molotow-Cocktails und so. Vielleicht. Guck mal, SPD guckt auch schon hier regelmäßig vorbei.
Also, ich kann erkennen. Ja, viele Autos. Eine bewaffnete Person direkt am Eingang. Ja. Einen Pagen. Ja. Mit einer Gitarre in der Hand. Ja, die machen eine Charity-Veranstaltung, ne? Also das Empire hat dagegen gesteuert und hat gesagt, die laden zur Charity-Veranstaltung. Kann sein, dass sie da jetzt irgendwie einen Musik-Act organisiert haben oder so. Kann ja sein. Blau gekleideter Herr mit einer weißen Hose und roten Haaren. Das ist bestimmt Mr. neben roten Haaren. Ui, also sieht in dem Licht jedenfalls nach roten Haaren aus. Ja, Rings. Und am rechten Stützpunkt stehen zwei Personen. Am 27.8. Also an der rechten Seite von dem Sandsäcken. Ja. Und das waren 9 Opfer. 2 davon sind behandelt worden und dann haben dann das fluchtartig das Eclipse verlassen. Ja. Die anderen 7 waren noch vor Ort. 6 davon haben ihre Aussage verweigert, einer hat gesprochen. Mhm. Und zu denen liegt allen eigentlich, bis auf einen, liegt eine medizinische Akte vor. Ja. Dass da jetzt ein weiteres Vorgehen passiert. Ja. Weil ich die medizinischen Akten nicht einsehen kann aufgrund meines Ranges. Nee, genau, aber das klingt ja so, als hätten sie da soweit alles vorbereitet, ne? Wenn sie einfach reinschreiben, hier Aussage verweigert, der andere hat das und das gesagt, ausgesagt hat. Dann ist das ja fertig, ne? Dann können sie das uns übergeben. Soll ich einfach Übergabe DOJ ins Tech? Genau, weil die Akten können wir sehen, tatsächlich die medizinischen. Ja, ich sehe die auch, ich kann da nur nicht reingucken. Also sie sind für mich gesperrt einfach. So. Ja, ja, nee, für uns sind die freigegeben, alles gut. Alles klar, dann können sie sich da selber was draus reimen, weil bei einem, da gibt es einen Namen, da stimmt der Vorname aber nicht überein mit der Akte. Okay. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ist spannend, wie immer, Mr. Reigns. Sonst wäre es ja langweilig, alles klar. Ne? Dann machen wir einfach Übergabe DOJ rein. Perfekt. Alles klar, danke. Alles klar, Ihnen. Ciao. Okay, auf der rechten Seite bei den Sandsäcken steht ein Mann in einem Anzug, graue Haare. Blauer Anzug ist es und ein Herr komplett in Tarnuniform, also militärische Uniform mit einer Militärcappy und auch einer Waffe in der Hand. Graue Haare. Ich habe das grau, ist nicht hellblond? Grau. Sonst hätte ich Lettner gesagt, aber. Grau? Nein, passt nicht zu Lettner. Lettner würde sich nicht so anziehen. Ach so! Okay. Ich weiß ja nicht, was für ein Anzug das ist. So wie ich bis jetzt Lettner gesehen habe. Der hat meistens ein beige würde Anzug der sich nicht klar. Der ist aber eher dunkelblau. Okay, dann nähert sich gerade ein Fahrzeug, aber wahrscheinlich von denen. Nee, nicht verraten, Emil. Nicht verraten. Okay, der Herr in dem Anzug hat noch eine rote Krawatte, wenn ich das richtig sehe, von der Farbe her. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das noch schief klingt. Trägt denn eine rote Krawatte zu einem blauen Anzug? Das ist ja ein Verbrechen an sich. So wie Amtsanmaßung. Ja, erschieß ihn. Bitte nicht. Oh Gott. Also aus der Distanz wird mit der Pistole ja schwierig. Die Kugel kommt vorher auf den Boden an oder hat zu wenig Durchschlagskraft. Mhm. Okay, jetzt kommt noch ein Mann mit einem grauen Anzug. Mhm. Weißes Hemd mit einer grauen Weste und einer schwarzen Cappy und einer Fliege. Könnte Calvert sein? Okay, da kommt der Gewerbepark oder irgendwelche Unternehmen. Okay, spannend. Rosa Felgen. Ja, das ist halt so ein typischer Kennis-Gewerbepark-Dings. Das ist so ein Gewerbefahrzeug. Ui, aber mit rosa Felgen? Ja, könnte Catering sein, tatsächlich. Okay. Ich glaube, die sind blau mit rosa Felgen alle, ja. Aber ah, okay. Also das Haus, auf das sie vorhatten, erst zu gehen, auf das Dach, das gehört wem? Ich weiß, hab ich schon gesehen. Von links nähern sich 3 Personen. Ja, sehe ich. Zu Fuß einer telefoniert, rosa Haare, weißes Oberteil. Und Motorrad das erste. Erst ja, Motorrad fährt langsam. Jetzt wird spannend. Dreht um. Jetzt wird spannend. Oh, wenn ich im Weg stehe, sagst du Bescheid, aber da ist so eine Laterne, ich muss mal kurz hingehen. Alles gut, ich sehe noch genug. Die 3 nähern sich langsam, gehen entspannt hin. Das Motorrad hat auf der linken Seite gehalten. Ja, okay, jetzt kommt, ich denke, Monsieur Lettner mit Lady von Weinwood. Mhm.
Die sind jetzt an der ersten Sackbarrikade vorbei. Also so blonde Haare, blaues Hemd, schwarze Hose, könnte Monsieur Lettner sein. Könnte, ja. Kann aber auch nicht. Kommt ein okay, Tourbus. Hier fährt ein Tourbus. Vielleicht gibt es einen Shuttle oder so. Okay, die stehen jetzt an der rechten Sandsackbarrikade mit 6 Personen. Mhm. Das ist der zweite PD-Wagen, der ankommt. Der andere PD-Wagen steht hinter dem Haus noch, das sehe ich hier gerade so. Ja, ich sehe gerade die Front. Mhm. Den Bullenfänger sehe ich. Das heißt, die bleiben jetzt auch da. Wir könnten überlegen, zum PD vorzurücken, tatsächlich, wenn die da stehen bleiben. Dann haben wir mehr Absicherung, wenn das PD neben uns steht. Ja, und sind näher dran. So sind wir weiter von der Schussbahn entfernt. Ja, die werden ja wohl hoffentlich nicht auf. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie ist gerade sagen, ist. Die wollen ja hoffentlich nicht auf Officer schießen, aber dann ist mir eingefallen, doch, wollen sie. Das ist immer noch das Empire. Ja, und die Riot Dogs. Ich kenne die aber nicht, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wie die Riot Dogs drauf sind, außer dass sie gerne mit Molotov-Cocktails werfen. Park Ranger, okay. Ach du heilige Scheiße. Ja, nee, dann bleiben wir definitiv hier stehen. Ach du heilige... Die gehen da gerade rein, oder? Ui. Na gut, das ist eine Charity-Veranstaltung, ne? Okay, stehen jetzt vor dem in Tarnuniform und dem grauen Anzug. Ich hoffe, die bezahlen da jetzt nicht alle das Geld, ey. Ich meine, das ist für Charity, ja, okay, aber wenn die auch noch das Visum bezahlen, dann breche ich einfach weg. Oh, neue Autos. Die nicht so aussehen, als würden... Doch, das stimmt. Gehören die zum Empire? Habe ich denn diesen Vivi schon mal gesehen? Oh, das könnte Tankstelle sein. Ach du Scheiße. Auch eine dritte Partei. Der eine auf dem Motorrad ist alleine. Mensch. Okay, es ist ein Fahrzeug gekommen, da steigen 2 Personen aus. Mhm. Rothaarig. Motorrad okay. Fährt wieder vor, fährt 3 weg. Personen sogar. MD? Oder ist es MD? Ein Arzt ist auf jeden Fall da. Eben gerade gekommen. Ja, ist ein Charity, ne? Da kommen, wer möchte. Ich muss mal kurz auf mein Handy gucken. Neues Auto. Fährt erstmal dran vorbei. Parkt jetzt an der Seite. Jetzt eine Person, die da ausgestiegen ist. Läuft aber auf die Polizisten zu, nicht auf das Grundstück. Nee, dreht jetzt ab. Oder doch nicht? Geht wieder zurück. Geht doch ab. Nee, geht wieder zurück. Okay, Park Ranger sind auf dem Gelände. Einer der Personen, die jetzt als letztes gegangen sind, hat auf jeden Fall eine Kutte an. Mhm. Zeichen kann ich jetzt nicht genau erkennen.
Das Problem ist halt, dass sie da Zivilisten zu eingeladen haben, beide Seiten. Das ist das Problem. Wenn die sich gegenseitig da niederballern, ja, ganz ehrlich, selber schuld. Aber da so ein Charity-Event auf VNet und die andere Seite, kommt bitte alle, Straßenfest und so weiter, Eröffnung, Buckingham Palace und so. Warum müssen die Zivilisten da reinziehen? Warum? Klärt das auch untereinander. No, naja, also es ist offiziell ein Charity-Event, ne? Warum dürfen sie nicht auf ein Charity-Event gehen? RTW mit Blaulicht? Schon was passiert, oder was? Oh oh. Könnte losgehen. Okay, die ersten kommen. Mhm. Ja, okay, auf jeden Fall... Die Devils, wenn ich das richtig deute. Sicher? Das ist ein Totenkopf mit zwei roten Hörnern, Flügeln. Okay, ja dann Devils. Die sind ja eingeladen. Oh Gott! Zum Glück geht's hier nicht runter. Oh Gott! Mein Herz! Oh shit! Übersprungshandlung. Okay. Oh Gott. Ja, die sind ja eingeladen, das ist ja kein Problem. Die haben ja kein Beef mit dem Empire, alles gut. Ach so. Ach, die sind ja mittlerweile befreundet, ja, genau. Okay. Oh Gott, was für eine Übersprungshandlung. Oh Gott. Oh, puh. Ah. Ah. Gut, dann waren das eher die Red Devils, die mit im Gerichtsgebäude waren. Nicht die Riot Dogs. Ah. Ah. Mein Herz. Wäre noch nie passiert. Ja, Owen? Noch im DOJ? Nope. Bin auf einer Party. Ach hier, unser Partymäuschen. Ja, definitiv. Charity-Event. Gibt hier viel. Essen, Trinken, Motorräder, ganz viele Autos, ganz viele Waffen. So genau hast du dich jetzt hinter mich gestellt? Aber bin ich hier jetzt gerade dein Schild oder was? Victor! So sehe ich besser. Wieso siehst du? Durch meine Haare sieht er besser. Na klar. Okay. Ich komm zu dir. Nee, wir sind nicht auf der Party, Owen. Wir beobachten aus sehr weiter Entfernung. Okay. Es geht dabei ungefähr auf der gegen Blätter bzw. Äste vom Baum. Wo seid ihr ungefähr? Südlich von 619. Südlich von 619 ist so eine Baustelle, da stehen wir gerade und kannst du zwei Ferngläser mitbringen? Victor ist der Einzige mit dem Fernglas hier. Ich fühle mich benachteiligt. Na klar, ich komme. Danke. Catch. Monsieur Bradford kommt auch. Der muss mir jetzt gleich sein Fernglas abdrücken. Es tut mir leid. Wenn er eins hat. Okay. Ja, so. 22 Uhr. Die Riots kommen zu spät. Mensch. Einer von an den Sandsäcken hat auch ein Fernglas draußen. Nein, die beobachten jetzt wahrscheinlich uns. Sehr gut, sehr gut. Sollen wir mal winken? Warte, ich wink mal. Guckt er noch? Wait, er guckt noch. Warte, warte. Okay. UC-Fahrzeug von der Polizei mit Blaulicht kam. Steht direkt am Eingang. So, hab gewunken. Wollen nett bleiben, ne? Wait. Immer schön lächeln und winken. Lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Der macht aber nicht so eine gute Arbeit, wenn er die ganze Zeit durchs Fernglas guckt. Wieso? Weil die Leute an ihm vorbeilaufen, meinst du, oder? Hui. Ah, okay. Vielleicht sind wir die größere Gefahr gerade, Victor. Du könntest da ja Monsieur mit einer Sniper Grant stehen. Ist auf dem Gelände. Ach, hör auf. Hui. Super. Hat er seine Weste an oder ist es so Hui gegangen? Hui hat seine Weste an. Es kann nur Monsieur Grant sein. Das kann wirklich nur Grant sein. Ich glaube, ich bin da nicht so erwünscht. Bleib mal lieber hier. Er ist jedenfalls alleine gerade aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Ach, alleine auch noch. Das ist ja großartig. Die anderen beiden Herren scheinbar... Mir wird nachgesagt, ich wäre lebensmüde.
Aber wenn er alleine ist, kann es eigentlich nicht Monsieur Grant sein, weil der war mit zwei DTU-Beamten unterwegs. Kann es sein, dass die DTU jetzt was anderes zu tun hat? Kann auch sein. DOJ-Fahrzeug? Wait, müsste... Oh Gott, wie fährt der denn? Oh Gott, das, wer Scheiße, ist das? Ist der besoffen, Mann? Das war, glaube ich, Mitch oder so. Ich habe es jetzt auf die Stelle nicht gesehen. Alter, ist der besoffen? Okay, auf jeden Fall. Blonde Haare, blaues Hemd, schwarze Krawatte, schwarze Hose. Ist jetzt direkt vorne an den Sandsäcken. Ich vermute, Monsieur Lettner. Okay. Er kommt auf jeden Fall. Hinterher? Nee. Er kommt in unsere Richtung. Überquert jetzt gleich die Straße Richtung der ehemaligen Position vom Polizeifahrzeug. Nee, die stehen da immer noch. Gut. Also, ich habe es zumindest nicht wegfahren sehen. Ui. Sag ihm, wer fährt erst, wer besoffen, Mann. Südlich von 619. Sie sind gerade, meine ich, vorbeigefahren. Ja, wie ein Besoffener. Ah, okay. Wie sieht das Fahrzeug aus? Ah, oh, oh. Ah, okay, ist gut. Biegen wir erstmal ab. Okay, versuchen Sie mal wegzukommen erstmal. Ja, ist Monsieur Grant. So, jetzt wird's spannend. Okay. Wenn die gleich einfach in die Menge da Molotow-Cocktails werfen, ne? Werde ich richtig sauer. 6.19. Südlich davon. Das ist unterhalb der großen Straße beim MD. Ja, okay. Alles gut. Ist Owen, der da gerade kommt bei uns? Ui. Ui. Ein oder zwei Fahrzeuge müssen direkt am Eingang stehen. Alles klar. Ui. Okay, es war auf jeden Fall Monsieur Grant. Er ist alleine reingegangen, fährt jetzt mit den Kollegen wieder weg. Bleibt kurz stehen. Vielleicht durften sie nicht rein, weil sie keine 250 Dollar bezahlt haben. Ah, das kann natürlich sein. Okay. Und da kommt noch ein DTU. Das wird interessant. Ne? Jetzt glaube ich hier mit zwei Fahrzeugen die DTU. Ja, gucken sich bei den Bikern um. Mhm. Alles Keller hin. Okay. Nicht, dass wir hier von hinten gleich irgendwie eine Waffe an den Kopf gehalten kriegen. Weil wir beide nur nach vorne gucken. Nette Lady. Guten Tag. Ein Fernglas für Sie. Oh mein Gott, das würde ich eins dabei? Mhm. Ja, oh natürlich. Gott, du bist der Beste. Oh mein Gott, gefahren. Du bist der Beste. So, also MD schon da, ja? Ja, MD schon da. Sehr gut. Warte, hast du wirklich ein Fernglas mitgebracht? Ja, natürlich, hier. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es zu groß eingestellt, dann hilft es natürlich nichts. Muss man einfach gucken, ob du durchgucken kannst. Ah. Was? Naja, es gibt ja unterschiedliche. Das ist so. Hat so unterschiedliche Einstellungen. Ich weiß nicht, ob das. Fahr 20 Meter zurück, dreh um. Fahr in die genau gleiche Straße rein, wo du rausgekommen bist. Hm. Fahr rechts hoch die Straße. Hm. So, also und dann auf der linken Seite siehst du gleich zwei Fahrzeuge. Hä? Dort sind wir. Das ist eine Baustelle. Oh mein Gott, was passiert denn da gerade, Liv? Und du bekommst das nicht mit? Ui. Victor, hast du vielleicht zwei Ferngläser gerade genommen? Das in deiner Tasche? Nein, ich hab sie auch gerade in die Hand gegeben. Kannst du mich verarschen? Benutze es doch einfach mal. Du musst das einstellen. Einmal arbeiten mit euch. Hier, guck mal, du musst das alles, hier weil links ich muss und rechts. Ich hab nur ein Fernglas einstecken. Warte, ja, ich muss kurz nochmal die Steuerung gucken. Ich drücke gerade alles. Du musst da einfach mal ein bisschen mit dem Fernglas
Ja, aber... Was? Hä? Mit dem Fernglas musst du da einfach mal ein bisschen schauen, ob du es richtig einstellen kannst. Aber ich... Was soll ich? Ich werde versucht, aber was... Verstehst nicht. Ich habe kein Fernglas. Na komm, ich gebe dir meins. Meine Güte. Hier. Ich verstehe. Also... Achso, warte, Ich bin vollkommen raus. So, und jetzt gibst du mir deins. Warte, dann stelle ich das auch nochmal für dich ein. Muss ich jetzt hier das machen und dann aber, dann funktioniert das, oder was? Und, besser? Nee. Liv? Nee. So. Nee. Wir gucken uns das Spektakel ein bisschen aus der Ferne an. Wie benutze ich das Fernglas? Biker stehen vorne an der großen Straße, sind mehrere Personen schon auf dem Gelände vom M. Auf dem Gelände vom Empire, in Anführungszeichen, natürlich gesetzt. Ja, es gibt einigen Besuch von vielen Leuten. Bis jetzt ist es noch nicht eskaliert. Ich hoffe, das wird auch nicht so. Blabla. Ich sehe da nur Rettungswagen. Okay, es ist kein eigenes. Ich sehe hier kein eigenes Dings. Warte mal. Gerade hatte ich noch eine Idee. Hier, Waffenrad. Nee, ist halt nicht drin. Ich hab's ja nicht dabei. Ich hab's ja nicht als Waffe ausgerüstet. Okay, Weasel News ist auch da. Interessant. Ich check's nicht. Wie benutze ich das denn? Mann! Ach, Ego! Lol! Könnte sein. Und dann die Dings. Weißt du, viel schlimmer ist, dass du mich mit dem Typen eben allein gelassen hast. Wie viel hat er von seinem Leben erzählt? Ja. Alles? Nee. Also. Nee, macht das nicht besser. Nee. Aber das ist nicht richtig. Ich verstehe es nicht. Also, wie würdest du denn scheiße? Ich, nee, das auf keinen. Nee. Okay, es war einfach zu viel. Du musst mitmachen mit deinem Auto, glaube ich. Jetzt beleidigt. Das Fernglas nicht benutzt. Was muss ich? Ja. Wo? Wie doof kann man das sein? Das war der gleiche, der... Ich habe ihm doch heute Nachmittag innerhalb von 13 Minuten am Telefon... Was, könnt ihr aufhören, über was anderes zu reden? So, können wir uns bitte hier drauf konzentrieren? Ja. Oh Gott, das war dann hat er wahnsinnig. Sich jetzt eine Anwältin geholt und stand jetzt da, bei uns. Können wir uns kurz hier auf den Fall konzentrieren und können das später besprechen? Das ist gerade ein bisschen... Mademoiselle King tut mir ein bisschen leid. Okay. Ich dachte, wir schauen wir ein bisschen näher ran zur Bespaßung hier. Da auf diese Insel? Ich check's immer noch nicht. Wie? Auf die Insel, bisschen nach vorne. Ich check's immer noch nicht, wie man Chefs Fernglas Ich geb's dir nochmal. So. So, pass auf. Ja, da hast du so zwei Rädchen oben. Ja? Ein großes und ein kleines. Nee, ich möchte jetzt einfach nicht mehr. Lass mich. Nein, das wird heute, glaube ich, nicht auch, mehr. Auch du bist ein großes, starkes Mädchen. Nein. Ja? So, pass auf, ich gebe dir das nochmal. So. Ich. Und jetzt nimmst du es mit beiden Händen und kannst den Fokus einstellen und tack. Sie haben doch bestimmt eine Tasche, wo sie alles Mögliche reintun. Ja. Genau. Wo sie nicht wissen, okay, doch, sortiere ich mit, jetzt. Du solltest immer... Mit, du hattest es doch einmal gerade in der Hand, nein! Willst du mich verarschen? Naja, also, ich hab kein Fernglas. Vielleicht kommt das auch falsch rüber, aber vielleicht, also hier steht ein Laternenmast, vielleicht bewegen dich 30 cm nach links oder rechts. Mitch, da liegt's nicht! Naja. Also, du solltest das Pferd. Also wann kommt der Fisch geflogen? Lass mich einfach! Jetzt hör mal auf mit dem Fisch, du hast ja ganz angefahren. Ja. Sollen wir näher ranrobben? Sollen wir robben? Nein. Kannst du denn robben überhaupt? Kannst Nein, du robben? Ich kann nicht robben. Kannst Lass mich nicht robben. Jetzt. Ich mache gar nichts mehr. Ich gehe gleich wieder nach Hause. Dulef, erzähl doch mal. Erzähl ich habe jetzt eigentlich ein Date. Lass mich. Mit wem? Ja, der geht ruhig nicht an. Doch. Nee. Callahan? Ja, Victor? Dein Job. Ich komme da jetzt. Männer mit dem Fernglas, ja? Die Einzigen, die hier Ferngläser besitzen. Ja, wer kommt da jetzt? Victor hat Zugriff. Toll. Ich meine, Victor holt das ja auch immer so elegant aus seinem Gürtel da raus, aber ich kann euch sagen, das ist nicht. Naja. Dann geh mal auf dein Date, ne? Nee.
Du hast hier nichts verloren. Ohne Fernglas hast du nichts verloren, geh mal auf dein Date, ne? Ja, aber wenn ich jetzt diskriminiert, weil ich kein Fernglas benutzen kann, ja? Risikolage einzuschätzen. Ich